Da ist das Gehege. Direkt unter mir. Emanenten. Ach, die Lehrerin steht noch da. Ist ja spannend. Lass es Tag werden. Oh, ein Babynüffler. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Oh, ich bin kein großer Fan von all dem Dung in diesem Fach. Okay. Wo ist unsere Hufflepuff-Freundin? Schon abgehauen. Na was? Dann hier ist er doch. Poppy, das Meeting. Reden können wir leider nicht. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Auf jeden Fall. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Ja, gegen Bilderer. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ist das gerne ein. Das werde ich. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Hauptsache, Bombarda ist verboten, aber. Also los. Schöne Bombarda ist legal, aber. Bewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Bombarda. Gut gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Das war der vorletzte Spruch. Der vorvorletzte. Aus. Professor Holens Aufgabe. Jetzt müssen wir noch den Verwandlungszauber und der vorvorletzte. Okay, Verwandlungszauber müssen wir noch lernen und dann Imperium und Avada Kedavra. Bombarda, das könnte man gleich als Ersatz hier dafür nehmen. Confringo, ich meine, das ist nur eine schwächere Version davon. Und Kürbissen. Okay. Bombarda, ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Bombarda Maxima. Das bringt Vorteil im Kampf. Das kann schon echt nicht schlecht sein. Professor, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Professor, was hat Ihr Interesse an Tierwesen geweckt?
Denken Sie darüber nach, in diesem Bereich tätig zu werden? Ich denke, unser Charakter ist eher als Aura gut aufgehoben, so wie wir uns verteidigen können. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich finde Tierwesen faszinierend. Sie gehen in meinem Unterricht gut mit den Tierwesen um. Ich glaube, bei der Berufswahl, vor allem im akademischen Bereich, muss man sowohl die Begeisterung für ein bestimmtes Fach in Betracht ziehen, als auch, wie gut man den Schülern dienen kann, die man nicht nur lehren, sondern auch inspirieren muss. Natürlich, Professor. Wann wurde Ihnen Ihr Weg bewusst? Ich erinnere mich genau. Es war der Sommer zwischen meinem 6. und 7. Jahr. Ich las im Propheten über einen Zauberer, der Okami-Eier verkauft hatte und in den Bergen in der Nähe meiner Heimat verschwunden war. Natürlich wusste ich dank meiner Studien über Okamis Bescheid, doch sind sie in Ländern östlich von hier heimisch, in Indien etwa. Ich habe mich gefragt, ob es möglich war, dass ein Okami so nah bei uns hauste. Also ging ich es suchen. Was für ein Geschöpf ist ein Okami? Oh, es ist prächtig. Ein gefiedertes, geflügeltes, schlangenähnliches Wesen, das je nach Bedarf wachsen oder schrumpfen kann. Seine Eier bestehen aus reinem Silber und sind daher sehr begehrt. Ah! Haben wir ein fantastisches Tierwesen, eins gesehen. Das sind auch die Silbereier, die Newt seinem Muggelfreund gegeben hat. Gar nicht leicht, ein Okami in den Bergen zu finden. In der Tat, nach einigen Tagen, in denen ich meine Eltern durch Abwesenheit verärgerte, fand ich die spärlichen Überreste des eierhandelnden Zauberers. Er lag neben einem hohlen Baum und in dem Baum war ein Nest mit 7 silbernen Okami-Eiern. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Nichts. Tierwesen sollten dafür geschätzt werden, was sie Zauberern bieten können. Schutzkleidung, Trankzutaten, sogar Zauberstabkerne. Nur Wilderer sehen Wert darin, Tierwesen für Galeonen zu töten. Ich ließ die Eier in Ruhe. Ich versteckte mich. Kurz darauf flog das Wesen über meinen Kopf hinweg. Atemberaubend. Als es seine Größe der Höhle anpasste, schien es geradewegs zu verschwinden. Das klingt unglaublich. Ja, in dem Moment wusste ich, dass ich so viel über Tierwesen lernen musste, wie ich nur konnte, auf dass die Welt der Zauberei angemesseneren Nutzen aus ihnen ziehen würde. Nun, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Es wäre weise, das Studium der Tierwesen fortzusetzen, egal wie Sie sich letztlich entscheiden. Tierwesen und alle ihre Gaben können ihr Leben nur verbessern und es sogar eines Tages vielleicht retten. Das werde ich mir merken, Professor. Danke. Ja. So, die nächste Quest, die wir haben. Na, das könnte so gut aussehen, aber... Halt mal das an. Aufträge. Professor Ries, die Aufgabe. Haben wir noch zwei, drei Nebenquests, aber die mache ich dann. Das eine ist die langfristige Aufgabe. Und das die andere mache ich eher in der Aufnahme morgen wahrscheinlich. Und das, was noch dazu kommt. Professor Ries, die Aufgabe. Jetzt müssen wir Seiten sammeln. Talente haben wir 9 Punkt bekommen. Oh, hier können wir was machen. Flipendo hat auf den Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Okay, legendäre Maskeraden. Maske, okay. Sammlungen.
Haben wir was Neues? Okay, Handbuch selten zum unterirdischen Hafen. Verwendung mit Zwischenstufen in der Bibliothek. Aha. Wo gehen wir zuerst hin? Zum unterirdischen Hafen, das sieht spannend aus. Aber erstmal eine Runde Akio-Duell, würde ich sagen. Wenn wir schon mal hier sind. Die Pinched Medleys werden dich nun für immer als treue Verbündete und Freundin betrachten. Hallo Grace, was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Das sieht ja spannend aus. Ach, das sind 100er, wenn sie da unten liegen bleiben. Tja. Nur 50. Ach, so wird das gemacht. Oh, verdammt. Es ging in die Hose. Also. Oh nein. Was für ein Reinfall. Schieb mir einen noch rüber, damit ich wenigstens ein paar Punkte kriege. Ha, so wird das gemacht. Na komm, auch bitte. Ein bemerkenswerter Treffer. Offenbar habe ich gewonnen. Und das gezählt. Wie es aussieht, hast du es diesmal nicht geschafft. Noch eine Runde gefällig? Auf jeden. Legen wir los. Geh in Position. Gut. Ha, so wird das gemacht. Verdammt. Ein bemerkenswerter Treffer. Naja. Ha, so wird das gemacht. Na komm, auch verdammt. Beeindruckend. 30 nur. Okay. Ha, so wird das gemacht. Oh, verdammt. Mir noch schlechter als beim letzten Mal. Ach komm. Beeindruckend. Ach komm, ja, lass bleiben. Wie es aussieht, hast du es diesmal nicht geschafft. Noch eine Runde gefällig? Nicht jetzt. Vielleicht ein andermal. Dann ein andermal. Ich erwarte dich. Wir haben was anderes zu tun. Hm.
mache ich vielleicht eine Aufnahme dann noch ein bisschen. Eine weitere Sidequest. Ich wollte doch eigentlich zum unterirdischen Hafen. Dann halt nicht. Nun können wir doch dorthin. Versuch's zumindest mal. Na komm. Sag es mir, flüstere es mir ins Ohr. Ich werde mich nicht ärgern. Wie könnte ich bei dir das Gesicht verziehen, wenn ich aus purer Freude... Also das Spiel will mich in die Bibliothek haben. Ich verstehe. Hat sehr interessante Bücher über seinem Kopf. Das ist aber nicht die Bibliothek. Na, da waren wir doch noch nie. Da bin ich mal gespannt, was wir hier entdecken. Das ist also der unterirdische Hafen. Das ist echt meine Truhe. Rustikale Tracht. Revelio. Ich nehme nicht Geld. Handbuchset zum unterirdischen Hafen. Und treibt die sich rum. Aha. Revelio. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukt befindet sich die Anlegestelle für die Boote. Die erste ist noch zum... den großen See nach Hogwarts bringen. Aha. Den Schal. Ein Kalt. Ein Kobaltblau. Und gleich mal das Aussehen ändern.
Und auf zur Bibliothek. Revelio. Wenn es hier nichts mehr gibt. Hier kommen die Hogwarts Schüler an. Im ersten Lehrjahr. Ich dachte, die kommen im Boothaus an. Wahrscheinlich tun die das am unterirdischen Hafen. In die Bibliothek. Ach, schade. Wäre da mal rüber gehüpft. Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Aha. Oha. Ein bisschen Studium in der Bibliothek. Revelio. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Exakt. Professor Weasley hat mich um etwas, aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Ach du Schande. Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialität. Ich bin noch ein Hufflepuff. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Oh je. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Schlangenvogel, der goldene Schnatz, der goldene Schnitzer. Der goldene Schnatz, der hieß so, der Vogel. Der goldene Schnatz. Richtig. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Brackton Quidditch eingeführt. Das ist bekannt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Ein bisschen Gottheit wissen. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Na, die Heiligtümer des Todes. Das ist Harry Potter Filmwissen, wenn man die Filme mal geguckt hat. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Kannst du mal noch ein paar Jahre warten, ein paar Jahrzehnte warten, dann bitte braucht man deine Hilfe. Welcher Ball ist im Quidditch der größte? Der Schnatz, der ist der kleinste, der Klatscher, der Quaffel. Der Quaffel natürlich. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Ich würde sagen falsch, weil wir haben uns geschaut durch Hermine in Teil 2 an. Und die Kommentare schrecken uns. Falsch. Und das Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies.
So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wo du gerade erst... Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Das war gerade erst spannend. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Das war gerade erst, das war... Das war gerade... Ich möchte gerne mehr Fragen beantworten. Basic Wissen. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Ui. Jetzt wird's wirklich schwierig. Internationale Zaubervereinigung. Ja. Ich glaube, das war's. Die Internationale Zauberervereinigung. Nein, das ist falsch. Oh, richtig ist der Rat der Zauberer. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Okay, das sind schon fortgeschrittene Wissensfragen. Das antipodische Opalauge. Tut mir leid, aber die Antwort lautet der peruanische Viperzahn. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Ja, wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? So ein großer Hogwarts-Fan mich dann doch nicht. Für Woodcraft. Hengis von Woodcraft. Das stimmt. Es wird angenommen, dass das habe ich von DGLP gehört. Drei Besen als Wohnsitz nutzte. DGLP wissen. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit einem. Ich meine, da mal Lightfold gehört zu haben. Ein Ladyfold. Das ist falsch. Ladyfold. Die Antwort lautet Demiguise. Der Hintertür kann sich unsichtbar machen. Es ist aber Leute. Die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Ladyfold abwehren? Welches Zurückfluch? Schockzauber, der Patronuszauber. Der Schockzauber. Nein, die Antwort ist der Patronuszauber. Als ob. Der einzige bekannte Überlebende eines Ladyfold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Ich weiß nichts. Bin Hufflepuff. Laverne de Montmorency. Das ist falsch. Die Antwort, die ich gesucht habe, war Gamp. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Das wusste ich, wenn mich das gefragt hätte. Das Mottos von Hogwarts. Das weiß ich. Kitzle nie einen schlafenden Drachen. Kitzle nie einen schlafenden Drachen. Korrekt. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titillandus. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Basilisk, die Erschwinderin. Es muss die Erschwinderin sein. Die Erschwinderin. Das ist falsch. Die richtige Antwort war die Runespore. Parselmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Die Anfangsaufgaben, die Basic-Aufgaben wusste ich, aber die hört's auf. Der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? Von der habe ich gehört, die findet sich in den Pyrenäen. In den Pyrenäen? Nein. Ach komm. Ilvermorny befindet sich nämlich auf Mount Greylock. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Esau Sayre und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Amortentia. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Zum Beispiel staubige Bucheinbände oder... Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt keine Zeit für ein weiteres Quiz. Gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Ich habe das Buch auf den Podest gelegt. Gott, ich habe sowas von verkackt. Die ersten Fragen, ja, die habe ich gut bestanden, aber... Oh Gott, die fortgeschrittenen Fragen. Ich will gar nicht die Profi-Fragen wissen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern. Es ist leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig.
Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Auf jeden. Da muss ich aber erstmal runter. Kommt teilweise Zeug drin vor, wo ich so saß. Ich kann mir so schon keine Jahreszahlen merken. Gut. Also einiges ist basic, also die ersten, das erste Quiz, was du beantworten musst, um das Buch zu bekommen, das sind Fragen, ja komm, ich bitte dich, das war einmal aufmerksam, die Filme geguckt, dann weiß man das, aber beim fortgeschrittenen Quiz, 2, 3 Fragen habe ich ja richtig beantwortet, also da hilft es, dann GLP zu gucken, da GLP ist Faktenvideos. Wir sind aber sehr hilfreich. Na danke. Morgana scheint viele von uns nicht zu mögen. Aber ich wette. Jetzt sind wir wirklich what the fuck Fragen. Das ist so oft zur ersten Unterrichtsstunde mit Professor Weasley. Das ist bemerkenswert, dass wir die bisher noch nicht hatten. Oh, Katze. Ich muss hier die Katze streicheln. Was ist mit dir passiert? Professor Weasley hat das Buch mit den Prüfungsantworten in eine Eule verwandelt. War deine Tante in letzter Zeit etwas nachsichtiger mit dir? Leider nein. Tatsächlich gab sie mir vor ein paar Tagen eine Strafarbeit. Ich probierte in einem fast leeren Klassenraum ein neues Rezept aus und das Feuer war schnell gelöscht. Wenn du Dinge in Brand setzt, solltest du deine Entscheidungen nochmal überdenken. Genau das sagte auch Tante Mathilda. Ich gebe nichts auf Zweifler. Wenn sie mein neues Gebräu probieren, sind Kritiken und Brände vergessen. Gerrit Weasley. Es ist größer als Butterbier. Die Weasleys. Oh, ich habe eine Idee. Ich sollte sie aufschreiben. Viel Glück! Oh je. Yeah. Gekreuzte Stäbe war ein Riesenspaß, oder? So, Unterricht. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Verwandlung? Das können Sie sicher nicht mehr hören. Ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Nati. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Dann werden wir doch hoffentlich nicht verwandelt. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Es sind aber wenig Schüler in diesem Unterricht. Muss wohl ein Wahlfach sein. Transformationszauber. Den würde ich gerne real life kennen. Und generell viele Zauber würde ich gerne real life kennen. Und Dinge verwandeln. Wundervoll gemacht. Das könnte spannend sein. Und viel Saft drin gebraucht. Ich geblieben. Muss mit sprechen. Hoppi. Hauen die einfach ab. Und dann halt nicht. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Danke, danke. Obwohl so viel Zeit in der Aufgabe und die Aufgaben haben mir geholfen. Seien wir mal nicht undankbar. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Einige waren nicht so hilfreich. Haben Sie die Möglichkeit, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt? Ja.
Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Die meisten waren ganz lustig. Ich hörte, dass sie einen beeindruckenden Idurus-Trank brauen. Hoffentlich werden sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Ballons hatte Ihr Besuch bei einer ehemaligen Auroren in Upper Hogsfield mit Professor Fig zu tun? Ich mag mir gar nicht vorstellen, worum es dabei ging. Hat Ihr Besuch bei einer mit... Nicht im Geringsten. Ich wollte lediglich mehr über das Aurorenprogramm erfahren. Ich war fasziniert von Professor Sharps Aurorenabzeichen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Oh ja, da bin ich gespannt. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin... Gut gemacht. Sie können gehen. Fantastisch. Dann können wir nochmal üben. Können wir verwandeln üben. Jetzt haben wir alle Zauber, alle legalen Zauber gelernt. Jetzt müssen wir die noch lernen. Endfass. Ich fass es nicht. Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Aber ich glaube, habe ich tatsächlich verpasst. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Was wir brauchen in einer Woche von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldugak spricht. Aha.